Hier bei uns im Studio. Lass uns dann noch mal irgendwie auf Robert Habeck schauen, der jetzt also angeblich ja doch rechtliche Bedenken gegen die Gasumlage geäußert haben soll. Dabei hat er die ja maßgeblich mit entworfen. Wie muss man dieses Hin und Her jetzt bewerten? Naja, es gibt ja diesen alten Spruch, der Bundestag ist mal voller und mal leerer, aber meistens voller Lehrer. Und dann wird er manchmal noch ergänzt mit dem Satz, wenn es dem Lehrer nicht mehr ausreicht, kleine Kinder zu bevormunden, dann geht er in die Politik und besonders gern zu den Grünen. Das gilt für Robert Habeck natürlich nicht. Der studierte ja Philosophie und wurde gemeinsam mit seiner Ehefrau Kinderbuchautor mit vielen guten philosophischen Ratschlägen für pubertierende Heranwachsende. Und jetzt muss der arme Kerl über Gasumlagen entscheiden, vermutlich beraten von seinem Staatssekretär Patrick Greichen, der zuvor langjähriger Direktor und Geschäftsführer einer NGO namens Agora Energiewende war und davor auch schon Referatsleiter im Bundesministerium für Umwelt- und Naturschutz und Reaktorsicherheit. Da wundert es einen nicht, dass die Politik der Grünen in der Ampel gelegentlich den Eindruck macht, als würden wir von einer NGO, einer Nichtregierungsorganisation, regiert. Das Problem ist nur, die wirtschaftliche und politische Lage ist so explosiv, dass grüne Träumereien, denen ja nicht nur Grüne anhängen, mit der Realität kollidieren. Und jemand wie Habeck, der vom Thema seines Ministeriums der Wirtschaft erkennbar wenig versteht, nun plötzlich weitreichende Entscheidungen treffen muss. Geradezu tragisch für ihn selbst, aber wohl noch mehr für das Land. Insofern wundert mich dieses Hin und Her nicht besonders. Der arme Kerl weiß einfach nicht, was er tun soll. Damit ist er aber nicht allein in dieser Regierung. Und diejenigen, die glauben zu wissen, was sie tun, sind im Wesentlichen damit beschäftigt, ihre Untertanen mit immer neuen oder aufgewärmten alten Maßnahmen das Leben schwer zu machen. Zum Beispiel Maskenpflicht in Zügen. Wer mit dem ICE von Hamburg aus nach München fahren will, muss gute 7 Stunden eine FFP2-Maske tragen, deren Tragen im Berufsleben von mehr als 75 Minuten verboten ist. Wenn man liest, was etwa Kollege Lauterbach so zu später Stunde herumtwittert, kommen einem auch bei ihm Zweifel an seiner Regierungsfähigkeit. Jetzt bleiben wir mal aber bei Robert Habeck. Wenn jetzt diese Gasumlage nicht so kommen sollte wie geplant, im Moment sieht ja alles danach aus, was bedeutet es für die Reputation, für den Ruf des Wirtschaftsministers? Naja, der Ruf des Ministers. Seine grünen Fans rücken ja eigentlich eher von ihm ab, wenn er eine pragmatische Politik umsetzt, die den Anforderungen der gegenwärtigen Lage entspricht. Also Abschalten der 3 noch laufenden Kernkraftwerke, auch wenn wir in einer eklatanten Energiekrise sind. Hauptsache, das entspricht dem grünen Gründungsmythos. Und deshalb versucht er sich auch da durchzuwursteln. Für teures Geld angeschaltet laufen lassen, aber keinen Strom produzieren, irrer geht es kaum. Aber gut für sein Image in der Partei. Der Bürger soll dann irgendwie mit Geld vom Staat getröstet werden, als wenn das vom Himmel fällt. Hierzulande haben die Schildbürger offenbar Hochkonjunktur. Wenn die Gasumlage jetzt aber wirklich kippen sollte, wäre das eine neue Panne nach den etlichen Patzen des Ministers? Wirkt er da möglicherweise überfordert? Er wirkt nicht überfordert, er ist es. Und es zeigt sich vor allem, dass die grüne Energiepolitik weitgehend realitätsfern ist. Das war sie schon immer, aber in einer Krisensituation kann man nicht einfach nur weiter träumen. Da gibt es ein unangenehmes Erwachen. Und wenn man sich so die grünen Rezepte zum Energiesparen ansieht, vom kalten Duschen bis zum Waschlappen, da fragt man sich, ob diese Politiker ihre Untertanen eigentlich für vollkommen bescheuert halten. Aber irgendjemand muss die ja auch gewählt haben. Wohl wahr. So, jetzt stellen wir uns mal vor, du bist Berater von Minister Habeck. Was würdest du ihm denn empfehlen? Wie kann er sich jetzt noch retten angesichts dieser Panne? Aufwachen und von den Träumereien verabschieden. Das würde aber bedeuten, dass er sich weitgehend von den ideologischen Grundlagen seiner grünen Partei verabschiedet. Und das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, der klebt daran, wie die Klimaaktivisten von Extinction Rebellion sich mit den Händen an der Straße festkleben. Was meinst du denn? Ist Habeck jetzt der falsche Mann im Ministerium oder sind die Pannen in einer solchen schwierigen Lage verzeihlich? Wir sind ja immerhin im Krisenmodus. Ja, ein bisschen Ahnung von der Materie, mit der sich sein Ministerium befasst, wäre ja schon vorteilhaft. Sein Pech ist, dass wir uns in der wohl schwersten Krise der letzten Jahrzehnte befinden und wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Und da wäre doch jemand an der Spitze eines wichtigen Ministeriums wichtig, der nicht total inkompetent ist. In der Sache ist. Aber er wird schon durchhalten. Nach dem umgedrehten Motto seines Ministerkollegen, besser schlecht regieren als gar nicht regieren. Das lassen wir dann einfach mal so stehen. Stefan Aust, Dankeschön. Dankeschön.